Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier beim Soda Giganten. Ihr habt es gesehen, letztes Volumen, die International Cola Challenge ist Geschichte. Der Soda Gigant schreitet voran mit Volumen 41. Am Programm heute, ich will nicht sagen altbekanntes, aber bereits zweimal in der Sendung gewesen. Heute ein drittes Mal mit einem dritten Eistee, wie man so will, ist Oishi. Diesmal mit dem Black Tea Lemon. Wir hatten gehabt den Honey Lemon Green Tea, der war sehr gut, zwar doch eine starke Süßnote, aber keine aufdringliche, eher eine sehr fruchtige, honiglastige Fruchtnote. Dann hatten wir einen, den Diabetiker-Drink von Oishi, den Klassiker, den Original, der schon ziemlich, sage ich mal, mir fast schon zu natürlich war und zu geschmacklos. Und heute bin ich gespannt. Der dritte im Bunde, oder es gibt sicher noch mehr, aber heute Nummer 3 ist der Black Tea Lemon. Ich habe es angesprochen, das Ganze wird hergestellt in Thailand. Schauen wir mal kurz einmal auf die Zutaten. Also, das ist auf jeden Fall nichts für Diabetiker. Ich glaube, dass dies eine aufgezuckerte Version des Originals sein wird. Black Tea ist klar. Der schwarze Tee, der Klassiker, der russische, der Originale hat ungefähr so geschmeckt. Schauen wir mal kurz die Geruchsprobe an. Ich erwarte mir da nicht allzu viel von Oishi Black Tea Lemon. Eine sehr klassische Schwarztee-Note kommt hier rüber, fast schon wie ein frisch gemachter Schwarztee aus dem Beutel, der kühlgestellt wurde. Ja, sehr, fast schon ein bisschen, erinnert mich an so einen Tee-Shop, wenn man reingeht und dann so richtig aus dem Cut des Tees reinriecht in der Dose. Ja, also muss ich sagen, sehr gut in der Duftnote hier. Oishi begeistert mich immer wieder oder überrascht mich immer wieder vom Neuen. Ich würde sagen, let's have a sip. Ja, wie der Geruch. Eine ganz besondere Schwarztee-Note, die ich bis jetzt bei keinem Eistee oder kühlen, kalten Teegetränk geschmacklich empfunden habe. Das ist echt wie der Klassiker, der schwarze Tee. Aber natürlich ein bisschen aufgezuckert. Zitrone. Kommt hier ein bisschen rüber. Angesäuert, würde ich sagen. Aber sonst ziemlich dominant dieser Schwarztee, diese schwarze Note. Ein bisschen schwer schmeckt sich's, geht nicht so leicht runter. Also geschmacklich auf jeden Fall anders. Anders als der Honey Lemon, anders als der Original. Das ist wieder eine ganz andere Note. Ich würde sagen, wir machen mal die Glasprobe. Wie schaut das Ganze im Glas aus? Ja, eigentlich eh wie ein Schwarztee, also wie ein russischer Tee.
auch dieses leichte rötlich-rosé, Bordeaux-rosé aufgehellte. Mal kurz mal die Glasprobe. Ja. Also, gewöhnungsbedürftig. Aber immer wieder muss ich bei Oishi feststellen, keinesfalls extrem aufgezuckert für diese ganzen anderen Eisteesorten von Rauch oder von Lipton oder sei es, weiß ich nicht, Nesti und alles, was es noch gibt. Die sind mir extrem aufgezuckert. Oishi achtet da wirklich drauf, dass das alles noch irgendwie natürlich schmeckt und auf jeden Fall noch authentisch rüberkommt. Aber wie gesagt, der Schwarztee, also die Schwarztee-Note ist hier sehr dominant. Gott sei Dank muss ich sagen, also wenn da jetzt kein Zucker drinnen wäre, dann hätte es mich schon ein bisschen enttäuscht, das Oishi, aber der ist wirklich nicht schlecht. Persönlich muss ich sagen, von den dreien ist aber dennoch der Honey Lemon mein absoluter Favorit. Den würde ich jetzt auf Platz 2 einreihen, knapp vor dem Original. Es gibt noch einen, habe ich gesehen, beim Westbahnhof, der ein Pfirsich, Oishi Pfirsich Green Tea, der kommt als nächstes dran, also von der Oishi-Sorte. Alles andere muss ich dann noch schauen, was es noch gibt. Also ich habe, glaube ich, bis jetzt nur in Österreich 4 gesehen. Auf dem Poster sind mehr oben. Schauen wir mal, wie viele Oishi-Sorten sich hier in der Sendung finden werden. Das soll es wieder gewesen sein. Wir steuern jetzt von 40 auf die 50 quasi zu. So schnell geht es bei mir im Altersprozess noch nicht. Gott sei Dank noch nicht. Ja, ich würde sagen, schöne Woche noch, schönes Wochenende. Und wir sehen uns wieder bei einer weiteren Ausgabe hier beim Soda-Giganten. Pfiat euch und auf Wiedersehen.